Name ist Erdogan, ich bin 11 Jahre alt, ich komme aus dem Irak. Mhm. Und dann meine Liebe ist Cajon. Cajon, so heißt die Kistentrommel. Das Herzstück der Musik AG an der Hauptschule Herbertskaul bei Köln. Ich liebe Musik und Cajon. Alle Musik, ich liebe alle. Die jungen Musiker gehen in eine der sogenannten Auffangklassen. Sie sind erst seit kurzem in Deutschland und lernen hier Deutsch, bevor sie in die Regelklassen kommen. Ich bin Shamilov und ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus dem Irak. Und ja, mein Liebling ist Trommel. Ja, und Trommel kann man viel Spaß mitmachen. Und dann, ich danke sehr viel Herr Philippi. Er kommt jeden Montag Nachmittag Trommel spielen im Hauptschule Herbertskaul. Ja, und sehr gerne. Die Schüler verarbeiten ihre oft traumatischen Fluchterfahrungen auch mit der Musik und zeigen sich rhythmisch begabt. Was mir am Anfang ganz stark aufgefallen ist, dass da eine große Begeisterung war, eine große Leidenschaft für Musik, fürs Trommeln speziell. Das scheinen, auch wenn ich die Biografien nicht so kenne, viele schon mit groß geworden zu sein. Das andere ist, glaube ich, dass auch jeder, der dann hier merkt, ich kann was, so ein bisschen Selbstbewusstsein mitnimmt für sich oder einfach vielleicht auch entdeckt, im günstigsten Fall irgendwas, was ihm hilft, wo er sich dann für sich zurückziehen kann und sagt, ich trommel mal ein bisschen und entdeckt hier eine Leidenschaft. Das Musikprojekt an der Schule soll die Kinder und Jugendlichen in ihrem Selbstbewusstsein stärken und sie auf diese Weise mehr und mehr in den normalen Schulalltag integrieren. Also ich finde, Schule ist auch ein Ort, wo man eben nicht nur Mathe, Deutsch, Englisch und so die Hauptfächer lernt, sondern auch Talente fördern im Sinne von, ich kann tanzen, ich kann Musik, ich kann singen, ich bin künstlerisch begabt. Das Flüchtlingsprojekt wird von der katholischen Jugendagentur Köln pädagogisch unterstützt und weiter ausgebaut. Danke, Lehrerin Cajon. Und danke Hauptschule und danke Deutschland.